Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich doch bitte mal den Hardware Deals 1000 Edition PC von Dubaro testen soll. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Nicht testen, sondern wir gucken einfach mal, wie sich das mit den Preisen verhält, ob die Konfiguration einigermaßen in Ordnung ist. Und vorab eine kleine Sache. Der PC wird von Hardware Deals zusammengestellt, beziehungsweise wurde zusammengestellt und Dubaro vertreibt den. Das Video zu diesem PC heißt erstmal 1000 Euro Gaming PC, der ist jetzt bei 1100, das liegt natürlich auch in den Grafikkarten. Aber der gute Mann hier hat 475.000 Abonnenten, auf dem Video alleine 300.000 Aufrufe. Das heißt schon was, das ist auch super. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie gegen andere YouTuber schießen oder sonst irgendwas. Wir gehen ganz normal dieses Video durch, wie sonst auch. Ich freue mich, dass der Kollege das zusammengestellt hat und wir schauen uns einfach mal, was die Kiste taugt. Wir fangen an, der Prozessor, ein AMD Ryzen 5 3600. Haben wir relativ häufig, ist halt so Einsteigerklasse, was die Gaming-PCs angeht. Es gibt natürlich noch den 3700, 3800, 3900, dann kommt die 5000er-Reihe. Also es ist immer noch viel Luft nach oben. Ich glaube, er möchte mit diesem PC auch bezwecken, dass sich jedermann so ein Teil quasi leisten kann. Vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, was die Grafikkarten angeht. Die Preise waren natürlich im März 2020 nochmal anders, wo er das Video dazu gemacht hat. Deswegen ist dieser PC jetzt auch 100 Euro teurer, habe ich ja eben schon gesagt. Wir schauen jetzt einfach mal, wo wir rauskommen. Der AMD Ryzen, auch als Box-Variante, weil es wird der Standard-Lüfter verwendet, kostet hier bei Mindfactory 178 Euro. Den kennt ihr ja schon, den packen wir jetzt ganz normal in den Warenkorb. Zum Zocken geeignet, zum Streamen auch. Je nachdem, worüber ihr rendert. Über Grafikkarte oder über Prozessor. Packen wir so in den Warenkorb, weiter geht's. CPU-Kühler steht ja hier, Standard-Intel AMD Box-Lüfter, der ist schon mit dabei bei dem Preis. Mainboard, MSI B450A Pro Max. Und da finde ich es sehr gut, dass er ein großes Board genommen hat. Das heißt, ihr könnt noch viel erweitern. Wollt ihr eine WLAN-Karte, eine Capture-Card, USB-Erweiterung, irgendwas anderes noch anschließen, habt ihr auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten. Das Board ist hier auf Mindfactory verfügbar, kostet 73,63 Euro. Und hier seht ihr auch schon auf dem Bild 1, 2, 3, 4, 5 Erweiterungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch 5 weitere Karten habt, gut, ihr werdet wahrscheinlich nur 4 effektiv nutzen können, weil die Grafikkarte einen überdeckt mit seiner Kühllösung. Aber die sollten eigentlich ausreichen. Ist jetzt nichts Besonderes, ist ein Einsteigerboard, aber ich sagte ja schon zum Anfang, dass der PC für Leute gedacht ist, die gerade im Bereich Gaming einsteigen wollen. Grafikkarte 6 GB Gainboard RTX 2060 Ghost. Das ist keine 2060 Super oder gar eine 3060, es ist wirklich die 2060. Der Release war, glaube ich, 2019, also das heißt schon 2 Jahre her. Die bekommt ihr so auch nicht mehr neu. Beziehungsweise zu überzogenen Preisen natürlich. Aber gebraucht, selbst da wird es schwierig. Ich habe mal bei eBay geguckt. Genau die findet man da so jetzt nicht. Aber ich habe einen Artikel aus Januar 2020. Sein Video ist wie gesagt im März entstanden. Wo die Grafikkarte so um die 319 Euro lag. Hier steht es auch nochmal. Die normale Variante 319 Euro. Wir sagen mal, weil es eine Gainboard Ghost ist, dass wir 400 Euro gleich einfach mit reinrechnen. Kann ich jetzt bei Mindfactory so nicht dabei packen, deswegen machen wir das mit 400 Euro einfach so gleich in den Calculator rein. Dann haben wir hier den Arbeitsspeicher. 16 GB, 2x 8 GB, schon mal wichtig, Dual Channel, sehr gut zum Zocken. G-Skill Aegis. Ihr kennt mich, ich bin nicht so überzeugt davon. Es ist natürlich für dieses Low-Budget-Segment okay. Ich finde diesen RAM nicht gut, da hätte man ruhig noch einen 10er drauflegen können und die Ripjaws nehmen können. Aber immerhin 3200 MHz. Was schon mal sehr wichtig ist. 3200 MHz mit dem Ryzen, wunderbare Sache. Das heißt schon mal, der Typ hat Ahnung. Wahrscheinlich hat er bessere Erfahrungen gemacht mit diesem RAM, ich leider nicht. Aber die technischen Daten stimmen zumindest schon mal für den Ryzen. Dieser RAM kostet bei Mindfactory 81 Euro. Die bewegen sich alle so um den Dreh. Wie gesagt, ein 10er mehr, dann hättet ihr die Ripjaws bekommen. Die haben auch noch eine bessere Kühllösung oben auf den Speicherriegeln drauf. Ihr nehmt es jetzt einfach mal so mit, packen wir in den Warenkorb. Die Festplatte, eine 512 GB Patriot P300 M.2. Die ist tatsächlich schon eine PCI Express Platte. Es gibt natürlich auch SATA. SATA ist ein ganzes Stückchen langsamer. Die machen so 550 bis 600 MB in Lesen und Schreiben. Deswegen stehen hier die Daten nochmal dahinter. Ich bekomme für das gleiche Geld schon eine Crucial. Ich weiß nicht, wie das im März letztes Jahr war, ob die da schon so vorhanden waren. Die Crucial kostet ungefähr dasselbe und da kriegt ihr zwar auch 500 GB. Aber noch ein Ticken schneller, die liegt so bei 2200 bis 2500 MB. Aber wir haben sie hier gefunden bei Mindfactory für 54,40 Euro, packen wir so in den Warenkorb, ist genau dieselbe. Multimedia 7.1 Realtek, das ist der Soundchip, der auf dem Mainboard ist, das ergibt sich aus dem Mainboard, aber für die, die es nicht googeln, können es halt da nochmal sehen. Immerhin 7.1 und nicht einfach nur 2.1, wenn überhaupt. Netzteil 500 Watt, Be Quiet, Pure Power 11. Kennen wir alle schon, habe ich auch direkt bei Mindfactory rausgesucht. Kostet 61,03 Euro. Ist ja ganz schön gestiegen.
Ich glaube, im letzten Video waren wir so bei 52 Euro, ne? Das Ding da schwankt. Es ist immer so zwischen 50 und 60 Euro oder 50 und 65 Euro, je nachdem, wie es gerade erwischt. Gehäuse, Kohling Stronghold Schwarz mit Glasfenster, habe ich tatsächlich auch gefunden bei Mindfactory. Ich kenne den Hersteller gar nicht. Ich habe noch nie ein Gehäuse davon irgendwie verbaut, aber wir schauen mal kurz. Hier ist das Gehäuse für 41,67 Euro. Ist genau dasselbe, auch mit der Seitenscheibe, packen wir so in den Warenkorb. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein, Reklamationsfall, sprich, geht das Ding kaputt, schickt ihr den kompletten PC nach Dubaro. Da liegt er dann erstmal 6 Wochen. Also ich weiß nicht, wie lange Dubaro braucht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, schickt man so ein Ding weg, kann das durchaus ein paar Wochen dauern, dann steht ihr ohne Gaming-PC da. Wenn ihr sowas selber zusammenstellt und ihr wisst, was kaputt ist, sprich Mainboard oder Netzteil, dann schickt ihr nur das eine Teil weg und könnt dann für 40, 50 Euro quasi euch schon mal ein neues bestellen und weiter daddeln, bis das andere wieder da ist. Und habt da eins als Ersatz. Auch egal. Hier stehen nochmal die Anschlüsse vom Mainboard, der Grafikkarte und vom Gehäuse. Ist ganz nett, dass es da steht. Sieht immer nach viel aus, aber dann weiß man zumindest, welche Kabel man braucht. Zum Beispiel bei der Grafikkarte, wenn man jetzt einen Monitor hat, der, sagen wir mal, nur DVI hat, dann wisst ihr, über die Grafikkarte könnt ihr DVI noch anschließen und müsst nicht extra ein Adapterkabel bestellen. Gratiszugabe, Bullguard Internet Security. 1 Jahr Lizenz für 3 Geräte. Kann ich getrost drauf verzichten. Ihr kennt mich. Ich brauche sowas nicht. Wenn ich einen Antivirenschutz runterlade, nehme ich so einen kostenfreien, sagen wir Avira oder AVG, wenn überhaupt. Der Windows Defender macht einen super Job, der ist bei jedem Windows 10 mit dabei. Ihr könnt es auch einfach weglassen. Weil Windows ist sowieso nicht inbegriffen in diesem PC, das heißt, das müsst ihr euch noch extra kaufen. Dann könnt ihr es aber auch nicht vorinstallieren. Das heißt, ihr müsst es nicht runterschmeißen. Immer ein Vorteil. Bevor wir zum Endergebnis kommen, möchte ich noch eine Sache sagen. Dieses Bild, was ihr hier seht, ist komplett, bis auf das Gehäuse, fake. Beziehungsweise nicht zutreffend. Das Board ist nicht das Board, was unten angegeben ist, das A Pro, sondern das ist ein Tomahawk. Das steht hier sogar an der Seite. Der Lüfter ist kein Be Quiet Pure Rock oder ähnliches, sondern es ist der Standard AMD-Lüfter. Da zeigt der Lüfter auch in eine ganz andere Richtung. Der zeigt nach vorne Richtung Scheibe. Ist erstmal egal, aber hier wird es angezeigt und dieser Lüfter kostet alleine schon 30 bis 40 Euro. Zu dem RAM kann ich gerade nichts sagen. Das könnte der sogar sein, weil der hat jetzt auch keine dicken Kühlrippen. Die Grafikkarte ist von MSI. Wir haben eben gesehen, die in der Liste ist von Gainward. Hier unten ist scheinbar noch eine WLAN-Karte, zumindest sieht es so aus, die ist auch nicht vorhanden. Diese 1TB-Festplatte, die hier unten drin steckt, ist auch nicht vorhanden. Ihr habt nur 512, hier steht 1TB drauf, achtet natürlich keiner drauf, aber das ist eine 3,5 Zoll 1TB-Platte und die ist nicht da drin. Wo diese rote Beleuchtung hierher rührt, weiß ich auch nicht, es könnten die Status-LED am Mainboard sein, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, die wollten nur so ein bisschen mit da reinzaubern und haben hier irgendwie einen Lüfter dahinter gehalten, keine Ahnung. Bitte nicht auf dieses Bild verlassen, das Gehäuse stimmt. Der Rest nicht, dass ihr da Bescheid wisst. Und das Endergebnis. Hier haben wir den AMD Ryzen 3600. Das MSI B450A Pro Max. 16 GB G-Skill Aegis RAM. 512 GB Patriot M2 SSD. 500 Watt Be Quiet Pure Power 11. Und das Kohling International Stronghold. Da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 489,73 Euro. Plus natürlich die 400 Euro. Die wir jetzt mal Pi mal Daumen gerechnet haben, rechnet von mir aus auf 500 Euro. Wir nehmen jetzt einfach mal 400, dann landet ihr bei 989 Euro, wenn ihr jetzt die 500 nehmt. Das Teil soll kosten 1099 Euro. Also das heißt, wenn ihr jetzt selbst mit 500 rechnet, ich rechne gerne mit 400, wir sagen mal 500, ist scheißegal. Wenn ihr mit 500 rechnet, plus diese 489, landet ihr bei 989, das kostet 1099. Dubaro kriegt natürlich Massenrabatt, kriegt dazu noch die Einkaufspreise. Gut, die haben natürlich auch andere Kosten. Die haben noch Lagerkosten und so, verstehe ich alles, überhaupt kein Problem. Aber die kriegen andere Einkaufspreise. Wir rechnen mit Endkundenpreisen. Die bauen das Teil natürlich auch noch zusammen. Ich weiß nicht, wie schnell die da sind, ob die das in einer halben Stunde schaffen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses System jetzt nicht maßlos überteuert ist. Aber es ist auf jeden Fall teurer, als würdet ihr euch die Teile einzeln kaufen und selber zusammenschustern. Wenn ihr die Grafikkarte kriegt, die jetzt auch schon 2 Jahre alt ist, ich glaube es zwar nicht, aber wenn ihr bei eBay guckt, gebraucht, vielleicht kriegt ihr die und da sind 400 Euro oder 500 Euro auch sehr realistisch. Und von daher würde ich sagen, als Einsteiger-PC in Ordnung, preislich gesehen so eine Sache, es ist wirklich nur ein Einsteigersystem. Ihr werdet hinterher irgendwann hergehen müssen, ihr müsst die Grafikkarte dann aufrüsten für die aktuellsten Spiele. Ihr könnt nicht alles in Ultra spielen. Ich habe mir die Testvideos dazu angeguckt, von dem Ryzen 5 3600 und dann noch von der Grafikkarte in Kombination. Da wurde aber auch anderer RAM benutzt, aber ist ja egal. Da landet ihr so bei 70, 80 FPS. Ich habe zum Beispiel Battlefield 5 habe ich gesehen, Far Cry, da landet ihr wie gesagt so bei 60 bis 80, sagen wir mal. Wenn ihr jetzt natürlich alles auf Ultra knallt, dann schafft ihr die 60 FPS nicht mehr. Und für Shooter sollten 60 FPS wirklich sein, ich sag's in jedem Video. Nichtsdestotrotz,
Das System an sich wirklich Einsteigerklasse. Der Preis, okay, der hat mal 1000 gekostet, da hätte ich auch noch unterschrieben. Okay, ist in Ordnung. 1100 ein bisschen viel. Aber ihr macht jetzt nicht so viel verkehrt, wenn ihr den kauft. Das Board ist groß genug, ihr könnt erweitern. Okay, alles klar. Was mir persönlich nicht gefällt, ist der RAM. Die SSD ist in Ordnung. Die Grafikkarte ist 2 Jahre alt. Ob ihr da jetzt wirklich noch so viel für bezahlen wollt, wenn ihr, sage ich mal, für 600, 700 Euro, je nachdem, wo ihr die bekommt, schon eine 3060 kriegt, ist auch so eine Sache. Die ist nochmal stärker. Aber alles in allem, ihr wisst jetzt Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Ich freue mich immer wieder darüber. Und schreibt mir ruhig noch ein paar PCs in die Kommentare. Ich habe zwar jetzt noch einige quasi in der Liste, wenn man so will, weil ihr schreibt mir wirklich sehr viele, vor allen Dingen ganz viele CSL-Sprint-Modelle. Ich versuche auch, das alles einigermaßen abzuarbeiten. Bei 2 Videos die Woche müsst ihr euch natürlich ein bisschen gedulden. Ich hoffe, die Angebote sind dann überhaupt noch da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.